Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja Leute, heute ganz wichtig, neuer Modus kommt raus, Chaos-Herrschaft. Jeder von euch feiert wahrscheinlich den Modus, wird wahrscheinlich richtig geil werden, wenn es wenn richtig gute Lobbys am Start werden. Und für die Leute, die was leveln wollen, spielt auf jeden Fall den Modus, ist wirklich übelst geil. Wann kommt der Modus raus? Wie immer, ich glaube 19 oder 18 Uhr, gibt es da immer so ein Update im Bio4, immer so jede Woche Dienstag, also Update, da kommt einfach immer ein neuer Modus. Ich werde den Modus auf jeden Fall auch gleich zocken, Leute. Ich bin dann auch live auf Twitch. Wann der Modus auch rauskommt, bin ich auch live auf Twitch. Also circa so am Abend, dass ihr da vorbeischaut. Auf Insta gebe ich genau ab, bekannt, wann ich genau live bin. Hier ist der Twitch-Kanal Reflux Unterstrich, heißt ich da. Danke auf jeden Fall für euren krassen Support, Leute. Wie gesagt, ihr müsst nicht immer nur am Start sein und immer aktiv im Chat sein. Mich ist auch Support auf jeden Fall, wenn ihr einfach mein Stream im Hintergrund offen habt, ist auch krasser Support für mich und danke auf jeden Fall. Danke natürlich gleichzeitig hier auf YouTube für den krassen Support auf die Videos, danke auf jeden Fall, Kuss geht daraus, wirklich motiviert mich extrem. Danke natürlich auch für 2250 Follower, absolut krank, wirklich großes Dankeschön geht raus. Und was geht's heute überhaupt in dem Video? Ja, wir haben Gegner gehabt in der Runde auf Nuketown, ich habe mal die Kayn gespielt, wollte wieder eine Nuke machen und bin dann auf einen Typen gestoßen, der einen Strikeback used. Ein Strikeback ist einfach so ein Teil, was du halt auch aufmachen kannst auf dem Controller und dann kannst du das so perfekt einstellen, dass die Waffen keinen Rückschuss haben. Das bringt sich halt vor allem bei der Spitfire Agent Mod, weil die am schnellsten schießt und wenn du da keinen Rückschuss hast, dann bringt es am meisten. Da waren sogar zwei Leute im Gegnerteam drin, die was es gespielt haben. Einer mit MX9 und einer mit Spitfire Agent Mod eben. Und ja, der hat mich auf Nuke Street geholt, wurde trotzdem gefickt. Also so wie ihr im Hintergrund seht hier, das sind diese Strikebacks und so, wie man hier sie halt drauf machen kann. Absolut unnötig, würde ich auf keinen Fall empfehlen. Ihr habt halt keinen Rückstoß, also bringt euch das überhaupt nichts. Ihr werdet auf keinen Fall besser damit. Ihr spielt wahrscheinlich besser, aber wenn ihr das dann wieder ablegt, dann werdet ihr wieder schlechter spielen, theoretisch. Deswegen bringt das gar nichts. Ist jetzt auch kein übelst heftiges Gameplay, wo jetzt so krass viele Nukes oder Kills passieren, Leute. Auf jeden Fall, hier verlinke ich euch noch das KN-Gameplay, wo ich wirklich gut rasiert habe. Das ist hier, diese Lobby war das. Auf jeden Fall abchecken dieses Video. Da seht ihr, wie die KN richtig krass abgeht. Und ich habe aber noch eine KN-Nuke gespielt, die kommt auch demnächst online. Und ich habe auch die 600.000 Kills geknackt auf meinem Hauptaccount. Da kommt auch noch ein Video dazu natürlich. Und ja, wie gesagt, schaut auf Twitch vorbei. Heute werde ich streamen und dann würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ich wäre waffenfähiges Titan und die habe ich seit 8 Jahren immer gezockt, Alter. Du musst mal kein MK2 mit Nebel spielen, das ist auch sehr schön. Er sitzt oben im Fenster wie eine Zecke, ne? Digga, ich hab sogar keinen MK2, die kostet einfach 65 Kisten und da ist ein bisschen blau drin. Einfach auch. Das ist so unnötig. Auch. Ich finde aber, die sieht so viel besser aus als die normale. Ja, aber die bringt sich halt wirklich null. Also, ich meine, die sieht schon geil aus, das mit dem Blau, aber 65 Kisten ist schon richtig viel. Ja, 65 Kisten ist auf jeden Fall hoher Preis für sowas, sagen wir so. Ja, eigentlich hätte ich rausfliegen können, ne? Guck mal die Lobby jetzt an. Sind viele Leute drin. Alles gut. Und drei davon spielen Ghost. Digga, die Waffe ist sowas von unfair, Alter. Die KN, ich schwör. Naja, safe, ja. Stell dir vor, die hätte doch Vollmantel, Alter. Ich glaube, dann wäre das meine Main-Waffe, wirklich. Oder doppelt Großkaliber, Digga. Nee, das ist viel zu unfair. Da wird die Tür hinten. Nee. Aber das ist so eine unfaire Waffe, Alter. Hinter uns. Ja, aber deswegen Stellung, weil die drüben ist die Stellung. Ah, ja. Was macht der Reaktor? Hä, ist der tot jetzt? Kannst du alle aufhaben, haben die Zeit bekommen. Rechts ist noch einer in der Ecke. Mann, Digga, was will er denn die ganze Zeit? Oh. Digga, mich hat der Teammate auf einmal, ich dachte die ganze Zeit, wir sind zu zweit, auf einmal kommt der Teammate von hinten, ich schieße auf ihn an. Ja, fast. Ich schieße ihn eh schon an, Digga, jetzt geh mal weg hier. Ja, chill, ich hab dich, wenn sie reinkommen, sind sie tot. Aber sie sind jetzt außen, also. Ja.
Ein Teammate ist rausgeflogen. Nivea. Ja, ja. Jetzt müsste ich eigentlich. Jetzt spawnt sie hier. Ja, ja. Ich bin tot. Ich mach mal Firebreak. Pass auf. Unten, unten, pass auf. Ja, ja. Der Teammate die ganze Zeit, er rennt nur für uns her. Ich bin tot von Spitzfire, wenn der Spieler Akustik-Sensor. Naja. Hä? Ja, nochmal nein, tot. Er hat Modpack, oder? Nein. Ja, ja. Er hat den Modpack, glaube ich, ohne Rückstoß. Habe ich gerade gesehen. Ja, dann. Ja, der, was sich geholt hat, hab ich so lost? Dann, keine Ahnung, ich habe da nicht drauf geachtet, ich habe die Filter nicht angeguckt. K1 sage ich jetzt schon, Spitfire, ohne Rückstoß, mit Mod und, also, mit dass Wi-Fi, er keinen Rückstoß hat. Naja. Der DOD-Gladiator, es sind zwei von denen sogar, also es kann sein, dass beide eins haben. Es geht. Ich habe keine Muni mehr. Chill. Nichts mehr. Dass du zu mir hochkommst, das ist das Einzige. Ja, warte, ich schau's nochmal an, kurz die Kicke. Ja, warte, er hat mich jetzt. Ja, er hat's oben. Ja, der andere auch, der hat keinen Reaper mit der MX9. Ja, da sind so ein heftiger Reaper. Oder er spielt einen Nuller Sensi. Nein, die haben beide oben, ich hab's gesehen. Komm, ich kenne mich da aus. Die haben das oben. Jo, was? Ey. Trotzdem sind die scheiße, Alter. Meldung Noob, Alter. Meldung Noob, Alter, da, ja. Scheiße. Über 6 Tode, deswegen. Ja, da mach ich zu arg über den Viertel, jetzt ist der Front zu mir. Mitte auch, sind sie gespawnt. Ich bin hin dabei. Ich sehe halt keinen, das ist nur Ding. Ich muss kurz Rampart aufheben, ich habe keine Muni mehr. Ja, auf Ali hat keine Soulpack, glaube ich. Helft dir, Chill. Er hat einfach ein Modpack, schaut euch das an. Das ist der Top-10 Gunship. Ja, wie benutzen die das? Das hast du halt so ein Ding drauf. Meinst du Strike Pad? Ja. Und der eine Typ von den beiden ist noch dümmer, weil er spielt MX9. Die MX9 hat keinen Rückstoß. Das einzige macht Sinn, wenn man halt wirklich Spitfire spielt damit. Oder wie Haptic sagen würde, die VMB. VMB sagt er mit B, VMB. Ja. Schon ein Noob, Digga, gehst einfach negativ, obwohl du so einen Strike-Hurensohn oben hast, Alter. Wie peinlich muss das denn sein? Hier, Buddy shoot ich gleich nochmal, du Noob, Alter. Hier, beide Buddy shooten. Digga, ich brauch gar kein Dingback, Digga, weil die Waffe einfach keinen Rückschuss hat. Der Strike Reaper, ja, so wie gesagt, die haben einfach keinen Rückstoß. Bei keiner Waffe, und das ist halt einfach nur, das machen halt nur Noobs. Aber eigentlich ist man damit richtig gut. Beziehungsweise deshalb macht es ein richtiger Vorteil. Aber die Gegner sind einfach halt zu schlecht dafür. Bruder? Lauxi auch in einem Start, moin. So shit, Digga. Der eine steht 8,39 mit Strikeback, Digga. Ich kann nicht mehr, Alter. So lost, Alter. Warte mal, sieht man da einen Bodyshoot vielleicht? Nee, glaub ich nicht. Da hab ich gebuddyshootet. Hier oben. Hab ich auch gebuddyshootet, das weiß ich noch. Russe, moin, Digga. Wie kann man sowas bekommen? Kannst du in dem Internet kaufen. Ja, Leute, ist halt peinlich mit so einem Strikeback negativ zu gehen, obwohl er die beste Waffe damit spielt.